Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie du den Gedächtnistrainer so erweiterst, dass er nun über eine Liste verfügt, in welcher Zufallswerte gespeichert werden, die danach dann in einem Skript Schritt für Schritt aufgerufen werden, um die Rechtecke entsprechend der Zufallswerte zu aktivieren. Zunächst einmal gebe ich jedem meiner vier Rechtecke hier unten noch eine fortlaufende Nummer, die ich vorne anstelle. Ich benenne also die Figur Rot in 1-Rot um, die Figur Blau in 2-Blau, die Figur Gelb in 3-Gelb und die Figur Grün in 4-Grün. Die weiteren Programmierungen nehme ich jetzt bei der Katze vor, also bei der Figur, welche ich eingangs versteckt habe. Sie ist sozusagen mein Spielorganisator im Hintergrund. Damit sie auch weiterhin erst einmal nicht zu sehen ist, nehme ich mir ein, wenn grüne Fahne angeklickt wird und ein Verstecke dich. Jetzt erzeuge ich mir eine Liste, in welcher später gespeichert werden soll, welche Farben ich mir in welcher Reihenfolge als Spieler merken soll. Ich gehe dazu auf Variablen und hier unten auf Neue Liste. Passenderweise nenne ich meine Liste zu merkende Farben. Zu Beginn lösche ich alles aus dieser Liste. Mit dem Block lösche alles aus zu merkende Farben. Nun erzeuge ich mir als Vorstufe ein Skript, welches dafür sorgt, dass meiner Liste zufällig Farben bzw. deren Nummern hinzugefügt werden und anschließend dafür sorgt, dass entsprechend der zugefügten Farbnummern Nachrichten an die Rechtecke geschickt werden, damit diese aufleuchten und ihre Töne abspielen können. Aber schön der Reihe nach. Zunächst einmal nehme ich eine fortlaufende Wiederholung und baue eine Wartezeit von einer Sekunde ein. Danach nehme ich mir aus dem Bereich Variablen den Block Füge Ding zu merkende Farben hinzu. Statt Ding erzeuge ich allerdings eine Zufallszahl, und zwar mit dem Operator Zufallszahl von 1 bis 4. Wenn ich das Ganze jetzt einmal testweise starte, dann siehst du, dass meiner Liste zu merkende Farben im Sekundentakt eine zufällige Zahl zwischen 1 und 4 hinzugefügt wird. Nun möchte ich im nächsten Schritt, immer nachdem ein neues Element meiner Liste hinzugefügt wurde, die in der Liste gespeicherten Farben sozusagen abspielen. Dazu nehme ich mir aus dem Bereich Steuerung ein Wiederhole so und so oft mal und baue es hier an. Und statt der Zahl 10 hier baue ich aber ein anderes Element ein. Und zwar gibt es im Bereich Variablen eine Länge von zu merkenden Farben. In diesem Block wird also jeweils die aktuelle Länge der Liste zu merkende Farben gespeichert. Aktuell ist diese zum Beispiel bei mir 8 Stellen lang. Denn nach 8 hinzugefügten Zufallszahlen habe ich hier ja den Skriptablauf unterbrochen. Um nun jetzt noch meine Liste Schritt für Schritt durchgehen zu können, brauche ich noch eine Variable, also einen Platzhalter, der mir beim Zählen hilft. Ich erzeuge eine neue Variable, welche ich aktuelle Stelle nenne. Und diese setze ich immer, bevor diese Wiederholung mit der Länge der zu merkenden Farben beginnt, auf den Wert 1. Das ist also mein Ausgangswert beim Zählen, die erste Stelle. Nun gehe ich zum Bereich Ereignisse und hole mir ein Sende-Nachricht an alle. Ich möchte nämlich jetzt immer hier in dieser Wiederholung mit der aktuellen Länge der Liste zu merkende Farben eine Nachricht entsprechend der aktuellen Stelle aussenden. Deshalb hole ich mir aus dem Bereich Variablen noch den Block Element so und so von zu merkende Farben und baue es hier in die Nachricht mit ein. Und statt der Zahl 1 hier, da platziere ich jetzt die vorhin erzeugte Variable aktuelle Stelle. Über ein ändere aktuelle Stelle um 1
welches ich hier unten nach dem Senden der Nachricht hinzufüge, kann ich jetzt immer in meiner Liste zum nächsten Element springen. Um das Ganze etwas zu entschleunigen, baue ich nochmals eine Wartezeit von einer Sekunde ein. Und dann probiere ich mal aus, was passiert. Ich drücke die grüne Fahne und es passiert noch nicht allzu viel. Meiner Liste werden nach wie vor Zufallselemente zwischen 1 und 4 hinzugefügt und die Variable Stelle zählt jetzt fleißig mit und springt die Liste immer der Reihe nach durch. Allerdings möchte ich ja auch noch, dass die Rechtecke entsprechend der Liste leuchten und Töne abspielen. Und das schaffen wir folgendermaßen. Wir müssen den vier Rechtecken ja noch sagen, wie sie reagieren sollen, wenn sie die entsprechenden Nachrichten empfangen. Bei der Figur des roten Rechtecks, welche ich mit einer 1 gekennzeichnet habe, tue ich dies, indem ich hier einmal das Wenn ich Nachricht empfange als Block hinzufüge und aber eine neue Nachricht erzeuge, welche ich 1 nenne. Entsprechend der 1, mit welcher ich die Figur gekennzeichnet habe. Dann nehme ich diesen Skriptstrang hier und füge ihn hier unten mit an. Diesen Schritt wiederhole ich jetzt noch bei den anderen drei Rechtecken, nur dass ich hier eben noch andere Nachrichten erzeugen muss, nämlich die Nachrichten 2, 3 und 4, also 2 für blau, 3 für gelb und 4 für grün. Und wenn du jetzt das Ganze einmal startest, dann funktioniert das Ganze. Und die Rechtecke werden entsprechend der in der Liste gespeicherten Zahlen aktiviert und aufgerufen. Was allerdings nicht mehr funktioniert, ist, dass man durch Anklicken die Rechtecke aktivieren kann. Und da müssen wir noch eine kleine Anpassung vornehmen. Wenn nämlich das jeweilige Rechteck angeklickt wird, dann muss natürlich noch zum Aktivieren die entsprechende Nachricht ausgesandt werden. Also beim roten Rechteck sende ich die Nachricht 1 an alle, beim blauen die Nachricht 2, beim gelben die Nachricht 3 und beim grünen Rechteck die Nachricht 4. Und schon ist auch diese Funktion wieder korrekt abrufbar. Und im nächsten Video zeige ich dir dann, wie du es schaffst, dass dein Gedächtnistrainer richtig funktioniert. Also, dass der Computer dir eine Liste an Farben vorgibt, die du dir merken musst, und du musst diese eintippen in der korrekten Reihenfolge und es wird überprüft, ob das auch alles stimmt oder nicht. Bis gleich!